Eigner, wie ist denn Regensburg Digital eigentlich entstanden? Können Sie das mal erzählen? Ich habe das als freier Journalist, so als Modellprojekt hier für ein wöchentliches Anzeigenblatt während dem letzten Kommunalwahlkampf gemacht. Und ja, nachdem der Kommunalwahlkampf vorbei war, hatte man dort irgendwie keine rechte Idee, wie es weitergehen soll. Und hab mal gesagt, es geht weiter, habe mal gesagt, es geht nicht weiter. Und dann habe ich irgendwann in einer Mischung aus Überarbeitung und Größenwahn gesagt, okay, dann mache ich es halt allein, weil die Rechte lagen alle bei mir. Ja, und seitdem gibt es das. Das war am 11. April 2008. Jetzt feiern wir dann bald 6-jähriges Jubiläum. Sie hatten ja schon auch diverse Konflikte wegen Ihrer Berichterstattung. Also zum Beispiel auch mit dem Bistum Regensburg, mit einem Möbelhaus, habe ich gelesen. Können Sie mal kurz schildern, was da so die interessantesten Fälle waren, was da passiert ist? Na, der letzte Fall, das war tatsächlich das Bistum Regensburg. Da ist es um einen Missbrauchsfall gegangen, wo eine Stillschweigevereinbarung in Verbindung mit Schmerzensgeldzahlungen mit den Eltern der betroffenen Jungs gemacht wurde. Und da haben wir halt geschrieben, dass das schon einen Beigeschmack von Schweigegeld hat. Und das hat das Bistum etwas anders gesehen und hat uns erst vor dem Landgericht Hamburg verklagt, weil wir damals noch keinen Rechtsschutz bekommen haben, mussten wir einen Spendenaufruf machen. Da haben wir dann binnen, ich glaube, 5 oder 10 Tagen 10.000 Euro aus ganz Deutschland, zum Teil europaweit bekommen und haben dann vom Landgericht Hamburg volle Kanone verloren. Dann haben wir allerdings Rechtsschutz bekommen, sind vor das Oberlandesgericht gegangen, haben dort gewonnen. Das Bistum Regensburg hat es immer noch nicht eingesehen, hat es dann noch vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Beschwerde probiert und letztes Jahr, ein paar Tage vor Weihnachten, ist dann die Ablehnung in schönstem Juristendeutsch fürs Bistum gekommen, wo im Endeffekt drinsteht, rutscht uns doch ein Buckel runter. Wie ist das denn für Sie hier als ganz freier, unabhängiger Journalist, ohne so ein großes Verlagshaus im Rücken, ohne eben Rechtsschutz, ohne so viel Geld? Haben Sie da nicht manchmal Angst, dass das alles zu schwierig wird, dass Sie am Ende irgendwo hinten runterfallen? Ach ja, das kann schon passieren, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr klappt, aber in erster Linie ist es... Also in erster Linie macht es eher Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen, weil reich wird man damit nicht. Und jetzt die ganzen Prozesse, jetzt kann ich ein bisschen locker flockig drüber reden, aber das war schon ziemlich stressig und zum Teil auch belastend. Aber es ist so, ich bin hier seit 10 Jahren als Journalist unterwegs. Ich kenne die Leute, die gehen mittlerweile zumindest professionell mit mir um, auch wenn sie mich nicht leiden können vielleicht. Und von dem her, mir gefällt der Beruf und deswegen mache ich es. Möchten Sie nicht gerne fest angestellt sein bei einer Lokalzeitung, wo Sie schön jeden Monat Ihr Gehalt bekommen? Also vielleicht in einer anderen Stadt, ich weiß nicht, ob es da anders ist, aber hier bei dieser Lokalzeitung nicht wirklich so gern. Also ich kenne da Kollegen, ich verstehe mich auch mit Kollegen gut, aber wenn ich mir manchmal anschaue, ich will das gar nicht so im Bausch und Bogen verdammen, wenn ich mir manchmal anschaue, was da drin steht, ich glaube, mir wird es wirklich keinen Spaß machen, dort zu arbeiten. Wie sehen Sie denn Ihre Rolle oder die Rolle von Regensburg Digital so gegenüber den Autoritäten auch in der Stadt, wie eben Unternehmern oder der Kirche? Ich sag mal so, wie ich oder wir, also es sind ja mehr Leute, die da schreiben, haben halt die Freiheit, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen müssen. Wir fahren vielleicht nicht alles sofort und nicht ganz so schnell, weil eben solche Autoritäten erst nach einer gewissen, Schamfrist oder so mit uns sprechen. Wir sind halt nicht abhängig von irgendwelchen Anzeigenkunden oder irgendwelchen Verwicklungen über irgendwelche Ämter und so weiter und so fort. Also wir stoßen in die Nische, wo die Tageszeitung aus sehr offensichtlichen Gründen oder Abhängigkeiten, zumindest könnte man das vermuten, nicht berichtet. Also und das ist so ein Teil unserer Rolle. Also wir machen auch ganz normales Tagesgeschäft, schreiben über Stadtratssitzungen, vielleicht mal ein bisschen frecher, vielleicht mal ein bisschen flapsiger. Andere Nachrichten nennen wir es irgendwie. So würde ich sagen. Ist manchmal schwierig, es hängt immer vom Thema ab. Sie sagen, Sie sind nicht abhängig, aber wo kommt Ihr Geld her? Wie können Sie das finanzieren? Ich würde etwa sagen 60%, vielleicht ist es mittlerweile nur noch 50%, ich habe nicht den genauen Überblick, kommen aus einem Förderverein. Da dürften jetzt zurzeit knapp 200 Leute Mitglied sein, die so zwischen, ich glaube der niedrigste Beitrag sind 2 Euro, der höchste Einzelbeitrag ist 50 Euro im Monat zahlen.
Ja, und der Rest ist Werbung. Werbung, ja, und so Mikrozahlsysteme, die reichen fürs Telefon und den Server. Genau. Also Werbung, also haben Sie doch ein bisschen Abhängigkeit. Naja, die Werbung ist nicht so toll. Also, da sind schon Werbekunden runtergegangen, so ist es nicht. Oder es gibt auch potenzielle Werbekunden, die sagen: Mensch, mir gefällt eure Seite, aber ich kann es mir nicht leisten, darauf Werbung zu schalten. Aber das ist nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil sie vielleicht nicht offiziell mit uns in Verbindung gebracht werden wollen. Ja, gerade in der Stadt, sagen wir mal, wo die katholische Kirche hat hier noch wirklich sehr viel Einfluss, ist einer der größten Immobilienbesitzer. Und die Mittelbayerische Zeitung, das weiß ich noch, hat es einmal gewagt, nachdem der vormalige Bischof und jetzige Großinquisitor im Vatikan die Laiengremien entmachtet hat, zu schreiben: Bischof verkündet, Kirche ist keine Demokratie. Woraufhin, soweit ich weiß, denen wirklich etliche Anzeigenkunden abgesprungen sind. Und mei, dann überlegt man sich halt zweimal, ob man sowas schreibt. Und bei mir, mei, dann springt halt mal ein Anzeigenkunde ab. Ist bitter, aber. Also, sobald ich davon abhängig bin, dann kann ich mich wirklich fest anstellen lassen. Dann kann ich auch zu einer Werbeagentur gehen oder einer PR-Agentur und den Job komplett an den Nagel hängen. Dann vielleicht noch mal ein Wort zu Ihrem aktuellen Fall, den Unternehmer Karl-Heinz Götz. Grob zusammengefasst, was haben Sie da aufgedeckt und wie haben die lokalen Medien, wie hat da die Mittelbayerische Zeitung reagiert? Naja, aufgedeckt habe ich es jetzt nicht. Das hat mein Kollege Robert Werner, der hat sie da. Oder vielleicht von Anfang an. Also, der Herr Götz hat hier in Regensburg die Rundingen-Medaille verliehen bekommen. Das bekommen irgendwelche Leute, die irgendetwas Bedeutendes geleistet haben. Meistens halt Unternehmer, die irgendjemanden kennen. Und dann ja, hat es Kritik von zwei Stadträten gegeben, weil es beim Herrn Götz, der ist ja im Reinigungsgewerbe unterwegs, in der Vergangenheit schon diverse Geschichten gegeben hat. Kritik an den Arbeitsbedingungen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Kann man ja mal kritisieren, kann man auch mal sagen, dass das vielleicht nicht so gut ist, wenn der die Medaille bekommt. Und daraufhin ist schon die Mittelbayerische Zeitung eingestiegen, hat im Endeffekt geraten, diese Stadträte solle man doch der Stadt verweisen. Also in einem sehr bemerkenswerten Kommentar. Dann habe mich zunächst erstmal ein bisschen näher mit dem Herrn Götz beschäftigt und habe dann gesehen: Mensch, der hat eine Doktorarbeit geschrieben und in Spanien. Habe das meinem Kollegen gesagt und der hat sich dann, ruft mich dann irgendwann an: Du, ich habe die Doktorarbeit. Ruft mich ein paar Tage später an: Du, die Doktorarbeit ist ganz komisch. Und das hat sich dann so nach und nach immer mehr bestätigt. Irgendwann hat er gesagt: Ja, er würde jetzt gerne eine Besprechung darüber schreiben. Und ja, nach 4 Wochen haben wir diese Besprechung veröffentlicht. Der Herr Götz hat einmal mit ihm telefoniert und dann war er mehr oder weniger zusammengefasst nicht mehr zu erreichen. Ja, genau, und im Endeffekt, ja, und worum geht es überhaupt? Nee, Ja, Sie haben dann das genau, sozusagen aufgedeckt. Und genau. Furchtbar. wie hat denn die Mittelbayerische Zeitung dann über diese Causa berichtet? Naja, der erste Bericht, der in der Mittelbayerischen Zeitung gefolgt ist, nachdem wir über diese Doktorarbeit berichtet haben, war ein Artikel: Große Ehre für Dr. Karl-Heinz Götz. Und es war die völlig veraltete Meldung davon, dass er eine Woche vor dem Erscheinen dieses Artikels das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat, auch noch. Und sonst kam nichts. Erstmal. Erst als dann größere Medien darauf aufmerksam wurden, also als erstes die Süddeutsche Zeitung, vorher wurde schon in Spanien darüber berichtet. Und als Leute sich auf der Facebook-Seite der Mittelbayerischen Zeitung darüber aufgeregt haben, warum berichtet ihr nicht, dann wurde ein kryptischer Zusatz veröffentlicht, dass es ja um die Persönlichkeitsrechte gehe und dass hier Sorgfalt vor Tempo gehe und sie recherchieren ja schon sehr, sehr lange an dem Thema. Also ein Leser, der jetzt bei uns nicht gelesen hat oder in der Süddeutschen nicht gelesen hat, der wusste überhaupt nicht, worum es geht. Man wusste auch nicht, wer ist eigentlich wir. Man wusste nicht, wer hat diesen Zusatz überhaupt geschrieben. Also eine ganz, ganz seltsame Reaktion. Ja, und jetzt vor ein paar Tagen dann endlich, ne, Sorgfalt geht vor Tempo, ist ein Artikel erschienen, der online noch zweimal verändert wurde, wo der Dr. Götz irgendwie unter Verwendung zahlreicher Nebelkerzen und eines Rechtsanwalts mit sehr vielen Titeln sagt, das ist alles in Ordnung. Dann ist, glaube ich, noch ein wenig später nochmal geändert worden und dann hat es geheißen, der Pressesprecher der Universität in Oviedo, wo er die Doktorarbeit abgegeben hat, sagt:
todo correcto, alles in Ordnung. Und heute wiederum hat die Süddeutsche Zeitung gerade berichtet, dass offenbar der Direktor der Universität von todo correcto noch nichts weiß, die prüfen noch. Was vermuten Sie denn, was da dahinter steckt? Wie kann das sein, dass eine Zeitung das so ignoriert, was Sie über Tage ja immer wieder berichtet haben? Ich will ja keine Verschwörungstheorien spinnen, aber der Dr. Götz ist ja wirklich sehr gut vernetzt in zahlreichen, also hier in der Ruperzer katholischen Studentenverbindung. Er ist lange Jahre in diesem Dachverband dieser katholischen Studentenverbindung einer einflussreichen Position gesessen. Hier engagiert er sich in der IHK, ist Stifter an der Universität. Der Herausgeber der Mittelbayerischen Zeitung, der Herr Esser, ist hochrangiges Mitglied in der IHK, war lange Jahre IHK-Präsident. Man kennt sich halt und im Endeffekt, vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, glaube ich, dass diese Recherche von Herrn Werner ein bisschen ins Herz von diesem ganzen Lokalkümmel getroffen hat und jetzt müssen sie damit irgendwie umgehen.